Liebe Zuschauer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von DSTV mit Ihrer Emma Stapel. In der Türkei steht im April 2017 ein Referendum an. Es geht um die Verfassungsänderung, die die Einführung eines Präsidialsystems zur Folge hätte. Präsident Erdogan benötigt für die Durchsetzung seines Ziels auch die Stimmen der Auslandstürken. Deshalb reisen er und andere Politiker der regierenden AKP seit Monaten durch europäische Länder, um Wahlkampf für ihre Sache zu machen. Bescheidenheit war noch nie das Kennzeichen dieser Auftritte. Im Gegenteil. Erdogan und sein Gefolge gebärden sich wie die Herren der Länder, in denen sie vor ihren Anhängern sprechen. Die Reaktionen der provozierten Regierungen darauf sind unterschiedlich. Während es in den Niederlanden zu harten Auseinandersetzungen kam, die bis zu Landeverboten und Ausweisungen türkischer Minister führten, übt man sich in Deutschland seitens des Merkel-Kabinetts in der bekannten Leisetreterei. DSTV hat die Reaktionen der etablierten Politiker näher unter die Lupe genommen und unterzieht sie einem Faktencheck. Erstens, was ist von den Forderungen bundesdeutscher Politiker nach Auftrittsverboten für türkische Politiker zu halten? Wenn Ministerpräsidenten wie Annegret Kramp-Karrenbauer im Saarland Verbote aussprechen, dann sind sie dem Wahlkampf geschuldet. Ernst zu nehmen sind sie nicht. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat es vorgemacht. Kaum hatte er mit seiner harten Haltung eine deutliche Wahlschlappe abwenden können, da hieß es schon wieder, die niederländische Regierung sucht Versöhnung mit der Türkei. Die kritischen Äußerungen zur AKP-Veranstaltung gehen übrigens am Kern der Sache vorbei. Die Frage muss doch lauten, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass es geschätzte 1,4 Millionen türkischer Wahlberechtigter in Deutschland gibt? Zweitens, wie konnte es dazu kommen, dass es heute eine so selbstbewusste türkische Community, wie es oft heißt, in der BRD gibt? Es begann mit der von Anfang an falschen Anwerbung von Gastarbeitern. Dann folgten die Verfestigung ihres Aufenthaltes durch Familiennachzug und die Vergabe der deutschen Staatsbürgerschaft auch an Personen, die ihre türkische behalten oder leicht wiedererlangen konnten. Kritik an dieser Entwicklung wurde stets mit dem Vorwurf der Ausländerfeindlichkeit abgebügelt. Drittens. Wieso treten deutsche Politiker dem anmaßenden Auftreten der Erdogan-Regierung nicht entschlossener entgegen? Das mag vor allem daran liegen, dass sich Angela Merkel über das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei in eine Abhängigkeit von Erdogan gebracht hat. Erst kürzlich kam übrigens heraus, dass sich Merkel 2016 dazu verpflichtet hatte, der Türkei jährlich bis zu 250.000 sogenannte Flüchtlinge abzunehmen. Als weiterer Unsicherheitsfaktor wirkt die Tatsache, dass sich die Bundesregierung darüber im Klaren ist, dass sie gegen die Interessen des eigenen Volkes regiert. Darüber hinaus hat sie weitere Fehlentscheidungen getroffen. Die kurdische Arbeiterpartei PKK wurde zwar als Terrororganisation verboten, sie kann jedoch, wie an Fahnen oder Plakaten bei Demonstrationen unübersehbar, weitgehend ungestört agieren. Mit der Verurteilung des Völkermordes an den Armeniern durch den Bundestag hat man sich überdies in die inneren Angelegenheiten der Türkei eingemischt. Viertens. In der BRD wird Erdogan vor allem dafür kritisiert, dass er in der Türkei ein Präsidialsystem einführen möchte. Auch hier wird am Kern der Sache vorbeigeredet. Ein Präsidialsystem, wie es von Erdogan angestrebt wird, dient in unterschiedlicher Ausprägung auch in den USA, Russland oder Frankreich als Regierungsform. Wer Demokratiedefizite in Ankara kritisiert, sollte sich vor Augen halten, dass Formen der direkten Demokratie, wie beispielsweise Volksabstimmungen, auch in Deutschland nicht möglich sind und von allen etablierten Parteien abgelehnt werden. Fünftens. Wie steht es folglich um die Demokratie in der Türkei? Zunächst muss einmal die grundsätzliche Frage erlaubt sein. Wie steht es um das Verhältnis Islam-Demokratie? Wir erinnern uns. Im April 1998 wurde Erdogan von einem Staatssicherheitsgericht wegen Aufstachelung der Bevölkerung zu Hass und Feindschaft zu 10 Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe verurteilt. Anlass war seine Rede bei einer Konferenz in Ostanatolien, in der er aus einem Gedicht Folgendes zitiert hatte. Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Sechstens, ist das nur die spezielle Sichtweise des türkischen Staatspräsidenten? Keinesfalls. Grundsätzlich gilt Demokratie im Rahmen der Islamisierung lediglich als Mittel zum Zweck. Und dies auch nur zeitweilig. An dieser Stelle möchten wir aus einer sogenannten Fatwa zitieren, die genau diese Haltung begründet. Demokratie ist ein von Menschen erfundenes System. Es bedeutet das Regieren von dem Volk für das Volk. Somit steht dies gegensätzlich zum Islam, da die Herrschaft nur Allah gehört, dem Allerhöchsten, dem Allermächtigen,
und es nicht erlaubt ist, legislative Rechte irgendeinem menschlichen Wesen zuzusprechen, egal wer er ist. Siebtens, wie ist es dann zu bewerten, wenn Muslime sich in demokratischen Parteien engagieren? Die grundsätzliche Ablehnung jeglicher Volksherrschaft kennt eine Ausnahme. Die Teilnahme von Moslems an Wahlen ist erlaubt, wenn sie dadurch das System dahingehend verändern können, dass es auf Basis der Scharia des Islam arbeiten wird. Fazit: Deutlicher kann man die Fremdartigkeit dieser politischen Religion nicht zum Ausdruck bringen. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Dennoch könnte er entscheidenden Einfluss auch bei uns erlangen, wenn man ihm nicht endlich ernsthaft entgegentritt. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns und unsere Arbeit auch weiterhin unterstützen. Abonnieren Sie die Deutsche Stimme als Druckausgabe oder jetzt auch als digitales Online-Abo. Helfen können Sie uns auch mit einer Spende an die am Ende eingeblendete Kontonummer. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Sendung verabschiedet sich Ihre Emma Stapel.